Hallo, mein Name ist Dana Maria und ich bin Singer-Songwriterin hier aus Frankfurt am Main. Wie bist du zu der Musik gekommen? Country-Musik speziell? Country-Musik. Ich würde sagen, das war so ein bisschen, ich habe den Plattenschrank meiner Eltern durchforst. Ich habe früher eigentlich nur so, ich sag mal, altes Zeug gehört, von Willie Nelson bis Emmylou Harris. Und ja, das hat mich halt von Kindheit an sehr beeindruckt und sehr beeinflusst auch. Und dann später auch in meiner eigenen Musik beeinflusst. Aber ich habe auch schon immer Musik gemacht irgendwie. Ich hatte da schon immer das Bedürfnis zu auch. Und ja, aber ich habe Verwandtschaft in Texas, von daher bin ich oft in Amerika auch und das hat sich dann sowieso, sag ich mal, automatisch eingestellt, dass man da dann eben den Zugang zu dieser Musikszene gefunden hat. Also ich würde es auch nicht nur so Country, es ist auch viel Blues dabei, es ist viel Folk dabei, es ist einfach so diese lokale Clubszene, die es in Austin gibt, wo meine Verwandten leben, die hat mich eigentlich schon sehr früh auch sehr beeinflusst. Speziell ist die Frage, was hältst du von TV-Castings? Ja, ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen schwierig. Für mich wäre das, glaube ich, nichts. Also ich kann es verstehen, dass das auf jeden Fall ein interessantes Format ist auch. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten. Es gibt so viele andere auch Contests, die man machen kann, wo man super Erfahrungen sammeln kann, wo man super Chancen hat. TV ist immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin da jetzt nicht so der Riesenfan von. Du hast eine eigene CD, hast du mehrere oder nur eine? Ich habe bisher nur eine, die habe ich auch selbst produziert und habe das meiste selbst eingespielt. Ich habe ein paar Gitarren gespielt gekriegt von zum Beispiel Daniel Tochtermann, ist auch ein lokaler Musiker hier in der Frankfurter Szene. Aber sonst ist es eigentlich eigenproduziert und ist bisher so meine kleine CD. Ja. Spielst du noch mehr Instrumente außer die Gitarren da oder nur? Also ich sag mal, ich bilde mich ein bisschen weiter von, keine Ahnung, Banjo bis Bass. Keine Ahnung, man kann es jetzt nicht so richtig spielen nennen, aber es ist so ein, ich probiere alles aus und Klavier mache ich noch. Also das lerne ich noch so ein bisschen. Ja. Aber ich bin schon auf der Gitarre, bin ich am heimischsten oder fühle ich mich am wohlsten. Gibt es irgendwelche Projekte 17, 18, also 2017, 2018? Also ich studiere ja im Moment Gesang und ja, da werden sich auf jeden Fall noch einige Sachen ergeben. Ich singe auch in anderen Bands noch. Ich habe viele Projekte gleichzeitig laufen. Mit meinem eigenen Zeug bin ich eigentlich im Moment hauptsächlich am Spielen, am Live-Spielen, am Touren, Festivals, kleinere Gigs, sowas halt. Ich will da so einen Lauf haben, dass ich halt einfach viel spielen kann. Das ist einfach so, das beste Gefühl ist Live-Spielen. Das ist einfach so. Wo war bisher dein weitester Auftritt? Am weitesten weg oder? Ja, muss ich gerade mal überlegen. Also einmal habe ich in Amerika gespielt. Das war so ein kleiner Gig irgendwie, so ein bisschen so ein Spaß-Gig. Aber wenn man jetzt Kilometer sagt, dann wäre es USA. Gibt es eine Message an deine Fans? An meine Fans? Ja, ich bin selber ein Fan von handgemachter Musik, von Gitarrenmusik, von, weiß nicht, alles, was man live machen kann. Und es ist einfach so mein Wunsch, dass das einfach mehr noch gemacht wird, mehr gehört wird, dass es mehr Live-Acts gibt, mehr, sag ich mal, Möglichkeiten auch aufzutreten. Und klar, ich wünsche mir auch, dass viele kommen, dass viele da Spaß dran haben, auch zuzuhören. Und es ist einfach, die beste Musik ist es, wenn man es live machen kann. Und ja, das ist so das echteste Gefühl für mich. Und das ist mir sehr wichtig.